könnte natürlich schauen, funktioniert das mit dem Höhensatz auch? Wie war der Höhensatz? H Quadrat ist P mal Q. Jetzt denke ich mir wieder genau das Gleiche aus. Also, ich möchte die Länge Wurzel aus 15 haben. H Quadrat ist dann 15, ist in unserem Fall 5 mal 3. P mal Q, das sind die beiden Abschnitte. Also 3 und 5, in dem Fall jetzt hintereinander, P, Q, da haben wir A, da haben wir B. Dann nehme ich den Teil des Kreises, zeichne genau bei den 5 da die Höhe ein und habe somit wieder ein rechtwinkliges Dreieck konstruiert, wo ich genau weiß, die Höhe hat die Länge Wurzel aus 15. So schaut es aus.